Hallo. Hallo zusammen, mein Name ist Jim und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video soll es darum gehen, wie ich die Hauseingangstür für meine Werkstatt herstelle. Diese hier soll es werden oder diese hier ist es geworden. Wir werden uns damit beschäftigen, welche Anforderungen braucht das Holz, welche Anforderungen braucht der Leim für diese Tür, welche Bänder, welche Beschläge muss man einbauen und natürlich, wie werden die Fälze ausgeführt, damit die Tür ordentlich schließt, damit sie ordentlich dicht ist und damit sie auch ordentlich funktioniert. Zuallererst möchte ich euch aber meinen neuen Kollegen vorstellen. Das ist Mr. Ofen. Er wird sich primär mit dem Betriebsklima beschäftigen. Im Hintergrund sehen wir schon das Ausgangsmaterial für die Tür. Das sind Lärchebretter, 28 mm stark und 150 mm breit. Holz für Türen und Fenster. Es gibt verschiedene gängige Rahmenquerschnitte für Fenster und Türen. Der mittlerweile gängigste Querschnitt ist das IV68, also Isolierverglasung 68 mm Rahmenstärke bei doppelverglasten Fenstern. Es gibt auch ein 78er Profilsystem oder bei Dreifachverglasungen ist man mittlerweile bei 96 mm, welcher der Querschnitt einer Tür betragen muss, um eine dreifachverglaste Scheibe sicher und stabil tragen zu können. Das ist eine ganze Menge. Ich finde, 68 mm sind für meine Haustür völlig ausreichend und die sollen es auch werden. Die Bretter werden miteinander verleimt, um auf diese 68 mm zu kommen. Holz für Türen und Fenster muss generell miteinander verleimt werden, um das Verzugsverhalten, also das Arbeiten des Holzes, zu unterbinden. Wenn man ein einfaches Stück Massivholz nimmt, was man auf 68 mm aushobelt, wird es in der Regel immer rund und daher muss man das Holz verleimen, um dem entgegenzuwirken. Dabei ist natürlich auf Verleimregeln zu achten. Zuallererst werden alle Bretter gesichtet und genau betrachtet, um aus den vielen astischen Brettern die schönsten herauszusuchen, welche am Ende an der Tür nach außen zeigen sollen. Bin quasi auf der Suche nach der Schokoladenseite des Holzes, nach den Sahnestücken in diesem Haufen Bretter. Ich habe beim ersten Mal 18 Bretter im Holzhandel gekauft. Diese haben nicht gereicht. Ich habe dann nochmal 12 nachgeholt für Füllungen und Querstücke und alles dreimal aufgedoppelt. Ist eine ganze Menge Holz zusammengekommen, obwohl ich wenig Verschnitt hatte, bis auf die Leisten von den Felsen, ist das eine beachtliche Menge Holz. Wenn man die schönsten der Schönen auswendig gemacht hat, werden diese mit dem Tischlerdreieck markiert. Das wird Türflügel 1 und die anderen zwei werden die Sichtseite von Türflügel 2. Nun zum Verleimen. Bretter werden erst von Schmutz befreit. Dann werden alle Zwingen und Beilagen, welche man zum Verleimen benötigt, zusammengesucht und bereitgelegt, da man ja beim Verleimen sich beeilen sollte, damit der Leim nicht beginnt abzubinden, bevor man die letzte Schraubzwinge festgezogen hat. Sonst hält der immer so schlecht. Der Leim ist ein normaler Weißleim, welcher allerdings mit einem Härter versehen wurde, damit er die D4-Norm erreicht und als witterungsbeständig zählt. Leime werden in Deutschland generell in vier verschiedene Kategorien eingeteilt, von D1 bis D4. D1 ist quasi
Tapetenkleister, D2 sind dann die ganzen alten Eiweißleime auch, oder auch schon normaler Holzleim. Diese können schon sehr stabile Verleimungen herstellen, geben aber auf, sobald da Wasser ins Spiel kommt. D3-Leime sind dann logischerweise Weißleime und andere Klebstoffe, welche wasserfest sind. Wasserfest muss man aber differenzieren von witterungsbeständig. Also witterungsbeständig ist eine andere Kategorie als wasserfest. Und witterungsbeständig ist dann für alle Holzbauteile, die mit der Witterung in Berührung kommen oder im Außenbereich eingesetzt werden, nötig. Wie dieser hier. Also D3 Weißleim mit einem Härter wird zu D4 Weißleim. Der wird hier schön flächig aufgetragen. Und dann werden die Bretter übereinander gestapelt und irgendwann mit dem Zwing verspannt. Das Brett ein bisschen den Leim einrütteln, ausrichten, dann wieder Leim angeben. Dann das nächste Brett oben drauf stapeln. Dann einmal kein Leim angeben, da es ja zwei verschiedene Rahmenteile werden sollen und nicht ein sehr großes, unhandliches, monströses. Wenn alles zusammengestapelt ist, werden die Zwingen angesetzt. Wie gesagt, alles vorher bereitlegen, damit man auf keinen Fall zwischendrin noch nach Schraubzwingen suchen muss oder nach Beilagen oder welchen zuschneiden soll, muss. Ja, theoretisch. Dasselbe wird dann natürlich noch für die kürzeren Querteile der Türen auf dieselbe Art und Weise durchgeführt. Die Tür hat im unteren Bereich ja noch Holzfüllungen. Das ist Holzfüllung für Tür 1 außen und Holzfüllung für Tür 2 außen. Diese habe ich dann noch mit einer falschen Feder oder einer losen Feder versehen. Ich habe quasi in die Stirnflächen, in die Längsflächen der Bretter Nuten geschnitten, in welche dann Federn eingeleimt werden. Dies stabilisiert die Verbindung und für den Fall, dass eine der Leimfugen im Laufe der Jahre doch irgendwann mal aufgibt, hat man dennoch im Spalt der Füllung eine Leiste sitzen, sodass kein Wasser durch diesen Spalt in die Konstruktion der Tür eindringen kann. Der Spalt ist natürlich nur so lange da, bis man ihn wieder verschließt, da man die Tür ja immer vorbildlich pflegt und instand hält. Die inneren Füllungen haben ja weder Witterung noch Statik noch einflussschutztechnische Anforderungen, weshalb man diese sehr dünn ausführen kann. Das bedeutet, dass ich die gekauften Bretter in der Höhe einmal auftrennen kann. Da erhält man einen sogenannten Spiegelschnitt. Ja, der heißt so, weil sich die Maserung der beiden Bretter dann perfekt spiegelt. Und wenn man diese zusammenleimt, erhält man diese schöne Maserung, diese schöne Blume im Holz. Wird meistens bei Furnieren angewendet, geht aber natürlich auch bei Massivholz. Und sieht man es, geht es an die Abrichte. Die Kanthölzer der Türen brauchen eine exakt rechtwinklige Winkelkante. Die Abdeckung der Messerwelle ist hier nur für das Video zur Seite gezogen. Ansonsten sollte man natürlich immer so viel wie möglich von den rotierenden Schneiden abdecken,
damit da nichts passieren kann. Die Winkelkante immer mit zwei Strichen markieren, damit man beim Abdickehobel nicht irgendwann durcheinander kommt und eine nicht abgerichtete Seite auf den Maschinentisch auflegt, weil dann wird die abgerichtete Seite wieder rund und schief gehobelt. So, Aufnahme beendet, das heißt Messerwelle schnell wieder abdecken. Das Ganze passiert natürlich mit allen Teilen, auch mit den großen, schweren, langen Holzklötzern. Die müssen alle schön rechtwinklig ausgehobelt werden. Wenn alle eine Winkelkante haben, werden sie im dicken Hobel auf das gewünschte Endmaß gehobelt. Dabei ist natürlich wichtig, die Tischlerdreiecke, die man vorher drauf gemalt hat, wieder zu ergänzen, weil man sonst den Überblick verliert. Wenn alles ausgehobelt ist, wird es noch auf Länge geschnitten. Dazu werden die Teile erst auf einer Seite knapp angeschnitten, damit dort auch ein rechter Winkel vorhanden ist. Damit die Teile einer Tür wirklich exakt die gleiche Länge haben, spanne ich diese gern zusammen. Schiebe sie genau auf dieselbe Höhe, zeichne dann das entsprechende Längenmaß an . Wenn man einen 2 Meter Riss macht, weil man keine 2,20 Meter langen Zollstock hat, ist es immer ratsam, diesen Riss durchzustreichen, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man einfach mal etwas 20 cm zu kurz schneidet. Da freut sich höchstens noch Mr. Ofen. Nun geht es auch schon an das Herausschneiden der Felze. Ich habe mit dem Blendrahmen begonnen. Dieser ist noch recht einfach. Er bekommt nur einen Falz und eine Nut für die Gummidichtung. Zuerst habe ich das Profil am Holz aufgezeichnet. Dafür habe ich die beim auf Länge schneiden angefallenen Reststücken genommen. Diese eignen sich dazu hervorragend, da sie ja genau dieselben Außenmaße haben wie die zukünftigen Türteile und ja eh da und übrig sind. Das, was Abfall ist, was ausgesägt werden soll, wird schraffiert. Genau, ungefähr so. Dann geht man damit an die Kreissäge und stellt die entsprechende Höhe ein. Man suche dazu den höchsten Punkt des Kreissägeblattes
stelle ihn auf die entsprechende Linie. Ah, jetzt hat er es geschafft. Danach muss der Anschlag noch eingestellt werden, damit der Schnitt nicht nur die richtige Höhe hat, sondern auch an der richtigen Stelle ins Holz eintaucht. So soll das aussehen, das war der erste Streich. Das muss ich jetzt bloß bei den drei Teilen des Blendrahmens noch über die ganze Länge durchziehen. Und wenn das geschehen ist, wird dann der zweite Schnitt eingestellt, wieder erst die Höhe. Wenn es im Kleinen funktioniert, folgen dann wieder die großen Teile. Wenn man die Felsen herausschneidet und nicht herausfräst, hat man den Vorteil, dass man erstens nicht so viele Späne produziert und zweitens hat man noch ein paar schöne Leisten am Ende übrig, aus denen man noch was anderes machen kann. Oder im schlimmsten Falle freut sich Mr. Ofen. Davon werden auch noch viele folgen, denn wir haben noch viele Felsen zu schneiden. Da die Gummidichtung leider 1 mm breiter ist als mein Sägeblatt, muss die Nut noch 1 mm verbreitert werden. Wenn das geschehen ist, sollte die Gummidichtung dann hervorragend in diese Nut passen. Da ist die Gummidichtung, also da oben am oberen Ende des Bildes, dort, genau. Und die passt dann in diese Nut. So sollte es aussehen. Dort liegt dann das Türblatt an und die kalte Luft kommt nicht mehr rein, der Schall auch nicht. So soll es sein. Schön. Wenn die Felsen in dem Blendrahmen fertig sind, dann kommen wir zu dem umlaufenden Falz im Türblatt. Dieser ist etwas aufwendiger, weil hier ein doppelter Falz verwendet werden soll. Der doppelte Falz dient zu einem zur Erhöhung der Schalldämmung und zur Erhöhung der Wärmedämmung, da natürlich bei zwei Felsen und zwei Gummidichtungen die warme Luft noch weniger Chancen hat, nach draußen zu dringen. Und zum anderen erhöht er wohl auch noch den Einbruchsschutz. Dann wieder dasselbe Prozedere wie schon am Blendrahmen. Zuerst werden die Profile auf ein Reststück aufgezeichnet.
vorderen Bereich die zwei Felze, im hinteren Bereich der Glasfalz oder der Füllungsfalz. Dann wird erst ein aufrechter Schnitt für die Gummidichtung ausgeführt, dann der zweite aufrechte Schnitt. Dann wird die erste Leiste abgesetzt. Dann wird die zweite Leiste abgesetzt. Und dann am Glasfalz dasselbe Spiel noch einmal. Und zu guter Letzt wird noch die Schräge, die nach außen zeigt, schräg geschnitten. Erstens, damit es die Tür etwas schöner aussieht. Und zweitens, damit im Außenbereich der Tür keine waagerechten Flächen entstehen, auf welchen Wasser stehen könnte. Weil bei Konstruktion im Außenbereich ist immer verstärkt darauf zu achten, dass es keine waagerechten Flächen gibt, auf welchen Wasser stehen könnte, weil das die Dauerhaftigkeit der Konstruktion rapide nach unten setzt. Wasser muss immer vom Holz weggeführt werden. Da freut sich das Holz. Wenn dann alle Felze herausgeschnitten sind, haben wir, wie bereits angedeutet, eine Menge Leisten, die auf jeden Fall noch nichts für Mr. Ofen sind, weil die sind dafür viel zu schön. Bei modernen Türenfertigungen und Fensterfertigungen gibt es Profilfräser, die diese Profile in einem Fräsgang herausfräsen und die das quasi alles in Späne verwandeln. So sieht das Ganze nun bisher aus. Links der Blendrahmen, das obere Stück Holz symbolisiert den Türflügel. So soll er aufgehen, so geht er wieder zu, landet in zwei Gummidichtungen. Genau. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit den Eckverbindungen der Tür. Da wird es dann ein bisschen handwerklicher. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.